Am Mittwoch, den 11. Juli 1951, hatte man sich um 17 Uhr zu einem besonderen Anlass in Weißdorf getroffen. An der im Bau befindlichen Schule wurde der Grundstein versenkt, indem man, wie damals üblich, eine Zeitkapsel einmauerte, deren Inhalt heute spannende Einblicke in das Alltagsleben unserer Vorfahren erlaubt. In einem Brief berichtet der damalige Bürgermeister Kaufenstein aus den Planungen. Die Gemeinde Weißdorf verwirklicht in dieser schweren Zeit mit der Errichtung eines Zentralschulhauses nicht nur einen lang gehegten Wunsch, sondern eine große Tat für unsere Jugend. Sie gibt der Jugend genügend Schulräume und beseitigt damit die überaus drückende und untragbare Schulraumnot. Die Not und das Unglück des letzten Krieges von 1939 bis 1945 führte Brüder und Schwestern in unseren Ort. Hier fanden sie eine neue Heimat. Ausgehend von den wachsenden Einwohnerzahlen war das erste Schulgebäude von 1878 an seine Grenzen gestoßen, doch sah man sich aufgrund fehlender finanzieller Mittel nicht dazu imstande, Abhilfe durch einen Neubau zu schaffen. Hier schließlich half der im Alter von 17 Jahren aus Weißdorf nach Pittsburgh ausgewanderte Christian Seidel aus. Er spendete das notwendige Kapital und bekam daraufhin am 1. April 1951 die Ehrenbürgerwürde verliehen. Nachdem die Schule knapp 60 Jahre später erneut zu klein geworden bzw. in ihrer Struktur überaltet war, beschloss man den Abbruch mit anschließendem Neubau, wobei man auf die Zeitkapsel stieß. Das folgende Video zeigt die Öffnung am 21. August 2017. Na, du kannst dich schon mit hinstellen, Heiko. Mach ruhig. Scheint abgerissen zu sein. Das eingewickelt. Was auch immer das ist. Was auch immer das darstellt, ja. Das ist irgendein Plakat, ne? Theresienhöhe. Viertel bis 15. August. Leider mussten wir feststellen, dass Wasser in die Konstruktion eingedrungen war, sodass wir postwendend mit der Trocknung der erhalten gebliebenen Unterlagen begannen. Zwar sind die Fotos leider nicht zu retten gewesen, doch konnten neben einem vierseitigen Brief des Bürgermeisters auch eine Gemeindestatistik, ein Umschlag mit mehreren Briefmarken aus aller Welt, verschiedene Geldscheine und 5 Münzen aus der Kaiserzeit und auch dem Dritten Reich sichergestellt werden. Übrigens auch beim Neubau der Schule soll eine Zeitkapsel eingemauert werden, sodass zu hoffen bleibt, dass die Unterlagen diesmal die Zeit besser überstehen und damit in 70 bis 80 Jahren unsere Nachfahren einen Blick in unsere heutige Gegenwart gewähren können.